Damen und Herren, es sind so viele Jubelbeiträge gewesen, dass es vielleicht sinnvoll ist, auch ein bisschen selbstkritisch an Bescheidenheit zu appellieren bei diesem Jubiläum. Die Arbeitslosenquoten in den verschiedenen Mitgliedsländern, teilweise höher im Durchschnitt, höher sind als 20%, das heißt mehr als jeder Fünfte ist arbeitslos, oder bei den Jugendlichen sogar zum Teil über der Hälfte der Jugend arbeitslos ist, bedeutet das, dass man in gewisser Hinsicht sogar ein wenig selbstkritisch und selbstbescheiden auftreten sollte. Wir sollten gerade verhindern bei der Binnenmarktentwicklung, dass wir alles unter das Postulat der Liberalisierung stellen. Jetzt haben bestimmte Länder sogar einen Bedarf daran, dass ihre jungen Akademiker und ihre jungen Fachkräfte nicht das Land verlassen. Daher wäre die Liberalisierung hier das falsche Signal. Ich appelliere auch darüber nachzudenken, ob es wirklich sinnvoll ist, den Finanzdienstleistungssektor weiter zu liberalisieren, der bereits jetzt völlig aus den Fugen geraten ist. Daher müsste man dort darüber nachdenken, ob man nicht sozusagen die gesamte Finanzwirtschaft unter neue Kontrolle stellt, die in der Vergangenheit jedenfalls dazu geführt hat, dass nicht ganze Länder ausgeplündert werden konnten, wie das jetzt der Fall ist. Danke. Herr Kollege Koscher. Az egységes piac bevezetése hatalmas lépés. Vielen Dank. Die Einführung des Binnenmarktes war ein großer Schritt in die richtige Richtung für alle europäischen Bürger. Ich bin überzeugt davon, dass die Gesetzgeber im Jahre